Django. Spiel mir das Lied von Plan C. Ja, willkommen bei Plan C. Das ist heute eindeutig eine Lost Place. Du, das ist jetzt mittlerweile der dritte Lost Place, den ich heute finde. Ja, wir schauen uns mal um. Gute Alarmanlage. Jo, ist doch auch kein Strom, Mann! Oh. Oh. Geht noch, wie neu. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich gucke mal, ob ich mit meinem Handy nicht. Oh, hier ist in den Keller. Das sieht mir aber ziemlich. Ich hab's verjagt. Okay. Da hinten ist noch ein Raum, aber der ist total zugemüllt, das sehe ich von hier. Ja, das Ganze ist ein alter Bahnhof. Steht also auch auf dem Bahnhofsgelände. Total verbrettert. Deswegen ist hier mit Licht nicht allzu viel. Jo, man erkennt es aber trotzdem auf der Kamera. Schöne Deckenleuchten haben sie ja. Und Gitter vor dem Fenster. Ja, schauen wir mal so eine Kartenausgabe. Oh, hier ist der Boden schon ganz schön eingesackt. Ich war eigentlich ein schönes Gebäude, auch von außen. Ich werde es natürlich gleich noch mal von außen zeigen. Ein schönes Gebäude. Aber leider auch schön höhere Decken hier. Oh, hier geht es auch noch eine höher. El Toletto. Scheint auch noch ein Kellerraum zu sein. Wir müssen natürlich alles genau ansehen. Okay. Oh, das ist ja richtig verwirrend hier. Oh, hier steht das Wasser drin, ne? Aber richtig. Warte mal. Alle Feuerwehr rufen, der ganze Keller ist unter Wasser, Junge. Oh nee. Hier sind noch Eimachgläser, Rinderbrühe. Was haben wir hier alles noch? Da ist sogar noch ein Bier. Inku. Oh, das ist leer. Oh, ein alter Fleischwolf. Cool. Ja, das war mal so eine Art Kohlenkeller hier. Hier sind noch Eimachgläser mit Gehirn wieder. Hier ist noch ein Film. Wer weiß, was da drauf ist. Ich will es gar nicht wissen. Die Zeitung ist von 1990. ELL. Was immer das auch heißen soll. Schönes Fenster. Oh, das ist nicht gerade klar.
Die Etagentoilette. Schönes Geländer. Alter Küchenofen. Oh, die Räume sind leider alle leer. Ich wünsche mir mal, dass ich mal so ein Lustplace finde, das irgendwie noch so komplett eingerichtet ist. Aber bis jetzt. Einmal habe ich eins gefunden. Da war noch eingerichtet, aber das war dann noch so vermüllt. Und da hatte ich keine Kamera mit. Auf jeder Etage eine Toilette. Scheint also auf jeden Fall auch Wohnungen drin gewesen zu sein. Hier ist auch ein cooler alter Herd noch. VEB Herdbau Thale. Schade um so alte Sachen, dass die dann hier drin so verrotten. Könnte man eigentlich noch retten, aber naja. Das wird dann irgendwann abgerissen und dann kommt alles auf die große Heide. Überall noch so alte Küchenöfen drin. Okay, was ist das hier? Ein Zwischenraum. Oh, hier liegt noch auch noch so ein alter Raum. Schöne alte Öfen hier. Ist wirklich schade drum. Haben alle schon ein paar Jährchen auf dem Kopf. Guck mal, wer heim ist. Oh ja. Überall diese alten Öfen, ne? Und leicht undicht das Dach. Aber nur leicht. Schöne alte Türen auch hier. Eigentlich wirklich schade drum. Doch höher als gedacht. Eigentlich gar kein schlechtes Haus. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, diese Bahnschienen, die sind teilweise schon abgebaut. Also da vorne über der Straße gehen jedenfalls keine mehr. Und ich denke mal, das ist so ein ehemaliger Bahnhof hier, der einfach leer steht und so langsam hin vor sich hin verfällt. Von der Sache her eigentlich ein cooles Haus, ne? Mit immerhin 1, 2, 3, 4, 4 Etagen und noch oben ein Dachboden. Also das ist eigentlich nicht schlecht. Oder nee, oben. Nee, warte mal, 1, 2, 3 Etagen bewohnbar und einen oben kannst du noch ausbauen. Schade, dass der schon so verwittert ist. Das Zeug ist eigentlich gut zum Basteln. Ich habe aber zu Hause noch jede Menge davon. Ja, und hier natürlich, also in den Garagen jetzt das Bild wie immer. Ja. Wie kann man so einen Scheiß hier, diese ganzen alten Farben und sowas, ne? Leute. Hier wurde auf jeden Fall was getan. Ja. Aber eine Bahn fährt hier nicht mehr. Die war nämlich dann hier lang. Hier sind nämlich noch die Schienen. Also hier fährt schon länger nichts mehr. Und da vorne sind noch Schienen, da fährt auch schon länger nichts mehr. Auf jeden Fall also ein alter Bahnhof. Tja. Eigentlich auch eine coole Gegend hier. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Ich drehe euch mal um.
Was soll es für heute gewesen sein? Ja, ich wollte jetzt noch eine kleine Motorradtour dranhängen. Ich bin heute schon den letzten Tag anfahren. Das ist mittlerweile schon der dritte Lost Place, den ich heute finde. Ich weiß es nicht, vielleicht schneide ich auch alle drei zusammen, obwohl ich denke, das wird dann wieder zu lang. Oder ich mache doch drei draus, mal sehen. Wir schauen mal. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, man sieht sich.